Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich euch wieder eine Aufgabe zeigen, die so im Abitur vorkommen könnte, im Pflichtteil. Das heißt, ihr dürft da keine Hilfsmittel verwenden. Es geht wieder um grafische Funktionsverständnisse. Das heißt, von der Grafik einer Funktion Aussagen zu treffen über ihre Ableitung und ihre Integrale, ihre Stammfunktion. Hier haben wir nun die blaue Funktion f von x. Wir kennen ihren Funktionsterm nicht, wir kennen bloß diesen Graphen. Und wir sollen zeigen, dass a bis d die Aussagen wahr sind. Wir sollen sie doch bitte auch begründen. Die erste Aussage ist, groß f, und das ist die Stammfunktion von unserer blauen, ist im Bereich von minus 3 bis 1 inklusive dieser Zahlen monoton wachsend. Was heißt das? Wenn eine Funktion monoton wachsend ist, dann ist ihre Ableitung positiv. Die Ableitung der Stammfunktion ist die Funktion an sich selbst. Also wir wissen ja, groß f abgeleitet ist einfach klein f von x. Somit muss einfach unsere Funktion f von x in dem Bereich minus 3 bis 1 positiv sein. Das ist von hier bis hier. Und ihr seht, da ist unsere Funktion positiv, also stimmt das. B, f' von x, die Ableitung dieser blauen Funktion, hat im Bereich von minus 3,5 bis plus 3,5 drei Nullstellen. Wir sollen also von etwa hier bis etwa hier die Funktion betrachten. F' hat dann Nullstellen, wenn f waagrechte Tangenten hätte. Naja, waage Tangenten habe ich immer in Hochpunkten, in Tiefpunkten und in Sattelpunkten. Wir haben also hier einen Hochpunkt, hier den Tiefpunkt, das heißt also zwei Fälle, wo f' von x an Nullstelle hätte, und wir haben hier unseren Sattelpunkt. Deswegen sind das drei Stück. Aufgabe C. Das Integral von 0 bis 3, f' von x dx soll minus 1 sein. Nun, was wissen wir hier? Wir wissen hier, dass wir das umschreiben können. Wir können das Integral, also die Fläche und Ableitung noch gar nicht haben, dann müsste man das alles skizzieren und sowas. Es geht viel einfacher. Vor allem müssen wir zeigen, dass es genau minus 1 ist. Naja, überlegt euch doch mal, f', das Integral von f' x dx. Wir suchen also eine Stammfunktion von f'. Naja, also f abgeleitet gibt f', also ist f eine Stammfunktion. Wir können also das einfach so schreiben. F ausgewertet an Stellen 0 und 3. Das heißt, es ist nichts anderes als f von 3 minus f von 0. Schauen wir, ob wir das ablesen können. F von 3 ist 0 und f von 0 war 1. Also ist das gleiche wie f von 3, haben wir gesagt, ist 0 minus 1, ist minus 1. Also auch das haben wir ganz leicht zeigen können. Als letztes wollen wir noch sehen, O00, also O steht in dem Fall für Origo, für den Nullpunkt, der hier, ist ein Hochpunkt von f' von x. f' von x als die Ableitung dieser Funktion. Nun mal müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Ihr seht, das ist ein Sattelpunkt. Das heißt, wir haben davor eine negative Steigung und danach eine negative Steigung. Dazwischen haben wir eine waagrechte Tangente an der Funktion, das heißt, wir haben die Steigung 0. Ich versuche jetzt mit der schwarzen Farbe euch mal kurz das zu skizzieren. Wir wissen, hier haben wir die Steigung 0, wenn das f' sein soll. Davor fallen wir, das heißt, von hier an haben wir eine negative Steigung. Und hier drüben haben wir wieder eine negative Steigung, die Funktion fällt weiterhin. Das heißt, wir haben das hier. Naja, wenn also links und rechts eine negative Werte sind und in der Mitte aber 0, dann muss es ein Hochpunkt sein. So, wir haben also diese vier Aussagen daran zeigen können. Wir haben die Aufgabe erledigt. Schaut euch auch die anderen Aufgaben dazu an. Das hilft euch wahnsinnig auch bei anderen Aufgaben. Selbst in Aufgaben, wo ihr einen Taschenrechner verwenden könnt, sind solche Kenntnisse immer sehr hilfreich, um zu überprüfen, ob der Taschenrechner nicht irgendwie was Falsches von euch bekommen hat und deswegen falsche Ergebnisse liefert. Also schaut euch diese Dinge wirklich gut an, empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen.